Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Uncharted 3. Drake's Reception, die Mars Remastered Version. Entschuldigung, ich gucke hier immer auf meinen Controller, weil ich auf die richtige Taste drücken will. Ich habe das gesehen. Ich habe jetzt in der Pause nochmal nachgeschaut. Wir haben ja hier dieses Bild gehabt. Dieses ist entscheidend. Und das muss ich nachstellen. Gehe ich mal von aus, weil den Typen haben wir ja da oben. So, wenn ich hier so hingehe, guck mal, was ich denn da habe. Muss das bloß hier mitmachen. Dann stimmt auch die Perspektive. So, ne? Da, der Schatten. Wasser. Geil. Na bitte. Und ihr habt gezweifelt. Bist du sicher, dass sie auf einen Schatz aus sind? Nicht wirklich. Nein. Okay. Dann müssen wir jetzt in den anderen Raum. Ah, guck mal, hier ist schon Wasser. Das war vorhin nicht. Aha, alles klar. Und jetzt haben wir hier auch noch ein Rätsel. Okay, okay. In jedem gibt es interessante Zisternen. Sag mal, müsst ihr mir meinen Weg laufen? Dann geht hoch hier. Komisch. Ja, jetzt bleibst du stehen, Sully. Was für Symbole? So was habe ich noch nie gesehen. Weiß ich nicht. Das sieht wie ein Mechanismus aus. Ah, Zahnräder. Aber jemand hat die Zahnräder überall verteilt. War das Sir Francis? Wer weiß. Hoffentlich kriegen wir das hin. Sonst kommen wir hier nicht raus. Jetzt ist das mit den Zahnrädern. Am Rand. Wartet mal. Das ist da. Ich vermute mal, das muss dann hier sein. Ist das das Richtige? Und jetzt brauchen wir noch ein großes in der Mitte. Ich soll nur Zahnräder mit Löchern nehmen? Ja. Scheiße. Nein! Hier. Die greifen ineinander. Haben wir denn noch so ein kleines viereckiges? Ja. Da haben wir auch noch ein großes. Da hinten. Haben wir da hinten auch noch welche? Nein, haben wir nicht. Was kommt denn in der Mitte hin? Haben wir denn noch so ein großes? Hier ist noch so ein... So eins. Oh, jetzt stehe ich drin. Vielleicht? Hä? Da ist eins mit einem Halbmond. Die soll ich ja nicht nehmen. Hier ist noch so eins. Von da kommen wir. Ach da. Wie zum Teufel kommt das denn da hoch? Es muss noch einen Weg geben. Hier klettert er nicht hoch. Doch, jetzt. Warum kletterst du denn jetzt auf einmal hoch? Mann, nicht. Da unten liegt es. Wir gehen mal rüber.
Hey, der Schirm entschlüsselt die Bilder. Was siehst du? Okay, eins ist wohl ein Kreuz. Das andere zeigt vier Kreise. Das gleiche Symbol ist an manchen Zahnrädern. Oh. Ach nee. Die Symbole scheinen sich in entgegengesetzter Richtung zu bewegen. Okay. Was zum Teufel soll das bedeuten? Ah, verkehrt. So. Okay, so geht es nicht. Was zum Teufel? Das sind die richtigen Sachen. Okay, das funktioniert auch nicht. Drehen die sich immer in die gleiche Richtung? So geht es wohl auch nicht. Ich glaube, dass sich die beiden benachbarten Räder in entgegengesetzte Richtungen drehen. Ich krieg kein... Nein! Das. Ist nur eine Vermutung. Ich krieg den Punkt nicht! Ach, ich drück immer falsch. Entschuldigung, ich drück dann immer auf die... Geil. Guckt euch das doch mal an! Und rennt da nicht einfach okay, so rein. Ach, Nate, hat Francis Drake jemals die verlorene Stadt gefunden? Glaube ich nicht. Sieht aus, als wäre er nur bis hier gekommen und hat dann umgedreht. Und hat seinen kleinen Umweg dann verheimlicht. Ja. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Was meinst du? Ich weiß nicht. Alles hier kommt mir wie eine große Warnung vor, meine ich. Mhm. Sieht wie ein verziertes Becken aus. Ich brauche eine Fackel. Sally? Ach so. Nehmen wir die. Kann ich die nehmen? Geh mal weg, Sally. Halt. Was ist das denn? Planetarium? Da brat mir doch einer einen Storch. Oh. Wie oben, so auch unten. Sully, das ist eine Art Sternenkarte. Das macht Sinn. Die Araber haben sich mit den Sternen in der Wüste orientiert, genau wie die Seefahrer auf dem Meer. Das stimmt. Man könnte doch mit diesen Sternkonstellationen die verschollene Stadt finden. Mit einem Sextanten, ja. Ich war nicht umsonst jahrelang in der Navy. Und ich dachte immer, du wolltest nur mit deiner Uniform angeben. Ach ja? Ja, vergiss es. Hey, glaubst du kannst dir das merken? Ja, klar, aber wir sollten es abzeichnen, oder? Bitte, ich wünsche dir viel Spaß dabei. Schaut euch das mal an. Oh, das sieht bedrohlich aus. Aufmunternd. Hört ihr das? Spinnen. Oh oh. Oh nein. Was ist das? Weg von den Wänden. Halt bloß die Fackel fest. Oh, oh Mist! Oh nein, nein. Oh Mann. Sie sind noch viel aggressiver. Klasse. Das macht ihnen kaum etwas aus. Regle mit der Fackel. Elena! Martin! Wir müssen hier rauskommen! Okay, bleib nicht an mir dran!
Oh, Scheiße! Vorsichtig! Schieß weiter und folgt mir! Hinter dir, Junge! Schnell! Los, weiter! Ah, die sind überall! Sally, schieß weiter! Ich drücke und wegle! Ich glaube, hier kommen wir durch! Wir müssen die Tür öffnen! Da könnt ihr doch durchkriechen! Sie steckt fest! Vielleicht kann ich sie von drüben öffnen. Halte sie damit zurück! Ich helfe Elena von hier aus. Versuch es einfach! Okay. Wie läuft's, Elena? Elena! Da hinten! Sally, ich brauch mehr Kugeln! Hey, Junge! Sally, ich brauch sie jetzt! Ah, das war klar. Wie soll ich das schaffen? Halte sie damit zurück! Ich helfe Elena von hier aus. Versuch es einfach! Wie läuft's, Elena? Elena! Alles klar da hinten! Versuch's ja! Sally, ich brauch mehr Kugeln! Moment, Junge! Sally, ich brauch sie jetzt! Nimm das! Oh, ich kann nicht nachschießen! Hier, nimm das! Ja, von wo? Oh, nein! Ach, die Waffe hätte ich nehmen müssen! Ach, Kacke! Ich denke, er reicht mir ein paar Kugeln! Elena von hier aus, versuch es einfach! Wie läuft's, Elena? Elena! Alles klar da hinten! Ich kann nicht, ja. Das ist mehr als ein Knöpfchen drücken. Elena! Sally, ich brauch mehr Kugeln! Moment, Junge! Sally, ich brauch die jetzt! Hier. Los, wie geht's voran? Ich glaube, ich kann. Dann mach die Tür auf! Jederzeit, Elena! Ich habe keine Muni mehr! Puh. Oh Mann. Ich habe langsam die Schnauze voll von diesen Viechern. Halt, ihr wusstet davon? Wann hattet ihr vor, mich zu warnen? Hey. Schaut mal. Das steht da. Die Welt täuschte dich nicht mit Schönheit. Es ist der Traum eines Träumers. Ein Trugbild der Wüste. Bevor der Becher des Todes dich tränke. Reizend. Alles auf Englisch. Ja. Ja, das war wohl Drake. Das sieht okay, jetzt, okay. Jetzt nochmal im Klartext. Drake segelt tausende Meilen auf der Suche nach diesem Atlantis der Wüste. Ja. Und als er hier ist, ja, bringt ihn das, was er findet, dazu umzudrehen, zurückzusegeln und seine Expedition zu verheimlichen. Ja. Genau. Aber du... Entschuldigung. Du machst weiter, nicht wahr? Na klar. Ja. Und wofür? Den Schatz? Sally, auf dich hört er. Halt ihn bitte auf. Ja, Sally, bitte, halt mich fest. Ihr zwei habt sie doch nicht mehr alle. Elena, komm, wir machen doch nur Spaß. Hört zu. Ihr habt gewonnen, okay? Ihr habt sie geschlagen. Ihr wisst, wo die Stadt ist. Und Marlow nicht. Wieso reicht das nicht? Wir müssen hinter die Geheimnisse kommen. Elena. Ich will weg. Ich will hier raus. Hier sind Spinnen. Kann ich vorbei? Ich habe überholt. Haha. Und ohne zu blinken. Irgendwas passiert doch jetzt gleich. Ich traue dem Frieden nicht. Die rennen so komisch. Aha. Oh. In Deckung! Hinterhalt! Oh, Scheiße! Deckung! Aha, ich habe noch 32 Schuss.
Ah, scheiße! Ich kann nichts sehen! Sully, alles klar? Scheiße! Verloren! Oh. Jetzt habe ich nur noch 2,30, zwei weniger. Ich kann nichts sehen! Sully, alles klar? Weg, 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 weg. Nee, bleib nicht hängen. Habt ihr das gesehen? Oh! So ein Quatsch! So ein Quatsch! Jetzt soll ich noch mit dem kämpfen! Also ein Blödsinn! Wer denkt sich sowas aus? Seid ihr bescheuert? Die schießen auf uns. Da kann ich doch nicht noch. Ich kann nicht sehen. Sully, alles klar? Ja. Oh. Das sieht sich nicht. Oh, da ist der schon wieder. Und er haut mich einmal und ich bin halb tot. Und ich habe keine Waffe. Warum habe ich keine Waffe? Hallo, ich drücke doch diese Scheißtaste. Also, Spiel. Da, das habe ich die ganze Zeit gemacht. Arschloch, warum habe ich keine Waffe mehr? Alle Waffen weg, hat er mir die weggehauen? Was ist das für ein Quark mit Soße? Oh. Geil. Au. Braucht eine andere Waffe. Ja, hol dich mal nicht. Nachgeladen ist, ne? Handgranaten haben wir auch nicht. Da kommt er. Schneller! Och, nicht! Springen! Springen! Danke! Muss wissen, da kommen sie wieder. Granate! Und dann die Kamera. Nachgeladen ist, ne? 12 habe ich noch. Seht ihr noch mehr? Wir müssen einen Ausweg finden. Und wie sollen wir das machen? Hier drüben, Nate. Ich helfe dir hoch. Gleich. Ihr spinnt doch wohl. Ich sammle jetzt erst Muni ein. Das war ja wieder eine Aktion. So sinnlos. Ja, warte noch, Sully. Kannst du noch ein bisschen so stehen? Da kommt der da und haut mich. Ich bin gemein, ne? Ah, hier ist nichts weiter. Die will ich nicht. Die anderen habe ich schon. Mal gucken, was haben wir denn so? Ja, so geht's erstmal. Sind wir wieder ausgestattet. Noch kann ich nicht. Haut er mich. Vorsicht, Junge! Okay, passt auf. Ich schicke euch die Leiter runter. Okay, aufgepasst. Warum haben wir das nicht gleich gemacht?
Na okay. Sieht erstmal gut aus. Hast du es? Gut. Danke. Gebt mir eure Waffe. Die könnt ihr nicht mit auf die Straße nehmen. Ach, richtig. So gern ich das würde. Ey! Okay, ich glaube, wir sind sicher. Kommt. Oh, ich hab so schön gelootet. Hat die Handgranaten auch weg? Bevor noch mehr auftauchen. Schneller geht er nicht. Guck mal, wie die Frauen hier laufen. Hier lang. Ah, ein Pfeil. Scheiße, die Droge. Nein. Nate? Lauft. Lauft. Oh nein. Ruhig bleiben, Junge. Bleibt weg. Bleibt weg. Was ist los mit ihm? Es sind die Drogen. Was? Na los, wir müssen ihn hier wegschaffen. Komm schon. Lass mich los. Okay. Wir wollen... Verschwindet! Lasst mich in Ruhe! Nein! Nein! Gehen Sie weg! Ganz ruhig. Oh Gott! Oh Gott! Was ist das jetzt? Bleiben! Nein! Nur mir nach. Nein. Lassen Sie mich. Strike. Marlow wartet. Ist mir egal. Es ist gleich vorbei. Was ist mit ihm? Ruhig. Keine Sorge. Tut mir leid. Geil. Sieht man das so? Sally? Sally ist nicht hier, Drake. Sie sind jetzt allein. Gar nicht, hier sind ganz viele Menschen. Keine Angst. Mir nach. Es gibt hier nur einen Weg. Nicht wehren. Wo bin ich hier? Wir sind ja da. Hören Sie auf mich. Sie wissen, was wir wollen. Sie dürfen nicht. Keine Sorge, die tun Ihnen nichts. Ich weiß nicht. Geben Sie sie uns. Ich weiß nicht. Gut. Verdammt, ich weiß nicht. Bitte, ich weiß nicht. Was passiert hier? Die Wirkung lässt nach. Presse. Seine ganzen Sachen. Ah, die blöde Kuh. Willkommen zurück. An Ihrer Stelle würde ich lieber ruhig bleiben. Sie sind nicht ganz legal hier. Schon vergessen? Großes aus kleinen Ursprüngen. Hinter diesem dreisten Gehabe steckt immer noch derselbe kleine verängstigte Ausreißer, oder? Lassen Sie die Spielchen. Sie kennen mich nicht. Tatsächlich denke ich, dass ich Sie besser kenne als jeder andere, Mr. Drake. Natürlich ist das nicht Ihr richtiger Name, oder? Aber damit wollen wir uns nicht aufhalten. Mutter begeht Selbstmord. Vater übergibt den Sohn im Alter von 5 Jahren dem Staat. Aufgewachsen im St. Franziskus Kinderheim.
Wie in einem Dickens-Roman. Oh. Keine Sorge. Sie interessiert uns nicht. Außer, natürlich, wir müssen ein wenig Druck ausüben. Was wollen Sie von mir? Tja, auch wenn ich es nur ungern zugebe, ich brauche Ihre Hilfe. Bei der Suche nach Victor Sullivan. Klar. Wir wissen bereits, dass er die Koordinaten für Ihr Ram hat. Oder wissen Sie das? Von Ihnen, Nathan. Anscheinend ist Ihre Loyalität nicht so unerschütterlich, wie Sie dachten. Was ist mit ihm? Was? Was soll das werden? Gar nichts. Es ist nur... Tja, wir haben Sie nun schon einige Zeit in unserer Gewalt. Und er hat sich gar nicht bemüht, Sie zu retten. Er hat Sie auch nicht in Cartagena gerettet. Er sah nur eine günstige Gelegenheit. Ich weiß, was Sie vorhaben. Glauben Sie mir. Victor geht es immer nur um Victor. Das ist einfach nur ein Fakt. Ich habe es vor 20 Jahren entdeckt. Es wundert mich, dass Sie so lange gebraucht haben, um es herauszufinden. Sie verschwenden Ihre Zeit, Lady. Wie Sie meinen. Aber denken Sie nach. Als er Sie damals vor 20 Jahren auf Kolumbiens Straßen aufgelesen hat, hat er Sie vor jenem Leben bewahrt? Oder hat er Sie vielleicht nur dazu verdammt? Ah, wunderbar. Tja, wir haben Sullivan gefunden. Er ist hier in der Stadt. Tut mir leid, Nathan. Anscheinend sind Sie entbehrlich geworden. Ich laufe, ich wollte eigentlich Pause machen. Scheiße. Kann ich auch. Ich bin der beste Fassadenkletterer der Welt, wollte ich sagen, und scheitere. Abdul? Haltet ihn doch mal auf! Der hat seine Miete nicht bezahlt! Habt ihr gesehen, wie der da hochglitscht? Das war wieder natürlich! Richtig. Wenn ich nicht vom Trigger rutsch. An den Weg. Hahaha! Die Leiter! Okay, wenn du meinst. Hey! Anderen Weg. Du hängst mich nicht ab. Doch. Oh. Kann nichts machen. Wo ist er jetzt hin? Oh, ich krieg einen Knoten in den Fingern. Da ist er. Hat aber viel gebracht.
Das erste Mal, dass ich Nate überhaupt laufen sehe hier. Shit. Schneller! Na, geh doch zur Seite! Hallo? Ach so, das Fenster. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, ich muss hoch. Er springt nicht. Jetzt springt er. Verdammt. Überraschung, Arschloch. Ja, Überraschung, Arschloch. Schön, dass du gewartet hast. Ich danke dir. Bleib mal stehen. Kannst du mal stehen bleiben? Mist. Oh. Lauf! Was ist das hier? Opiumhöhle? Da ist da oben. Ja, was denn nu? Oh, da nehmen die den Fluss raus hier, den Spielfluss. Mann, ey, das mag der alte Mann nicht. Wo ist er hin? Hier? Lauf doch! Zum Teufel ist der hier. Der war doch ganz woanders, so ein Quatsch. Da ist er. Ach, Neat! Ich hab ihn gesehen. Meine Doppelfolge. Ach, nun, Steuerung. Da steht er schon. Na los, Zaubert, das wird langweilig. Hör auf zu ballen! Oh, nun spring hoch. So. Lauf doch! Mensch, da bleibt er an der Wand stehen. Ich hab X. Jetzt muss ich auf einmal X drücken. Sonst muss man immer das Dreieck drücken. Aber stopp. Oh, ich hab das nicht gesehen. Treffer. Ja. Treffer. Ah, oh, wieder. Ah, ich muss. Ah, der kämpft gut. Kann nur durch solche Schläge punkten. Glaube ich. Falsch geglaubt. Gleich nachsetzen. Ja, genau. Und gleich hinterher. Nee. Mistkerl. Los, Zauberer. Ach, feigen Arschlöcher. Okay, Pause. Doch nicht Pause. Erkennen Sie mich? Ramses. Ramses? Sie sollte mir danken, mein Freund. Warum? Stimmt. Danke. Wirklich? Die englische Dame wollte, dass ich sie loswerde. Aber ich bin ein Guter. Ich habe ihr Leben gerettet. Und jetzt bin ich der einzige Freund, den sie haben. Aha. Und jetzt meinen Sie, dass ich Ihnen was schulde, oder? Sehr schlau. Gefällt mir. Sie verstehen sehr schnell. Es ist eine einfache Frage. Iram, die Säulenstadt. Ja, natürlich. Wo ist sie? Ich weiß es nicht, Mann. Scheißdreck! Und wenn ich es wüsste, wäre mein Leben nicht viel wert, sobald ich es Ihnen sage, oder? Eine Beleidigung. Sie sind Pirat? Und ein Geschäftsmann! Ein bisschen Respekt, bitte! Na gut, den muss man sich verdienen, den Respekt.
ist Iran, Nathan. Hey, Sie können mich foltern, wie Sie wollen. Okay. Ich kann nichts erzählen, wenn ich nichts weiß. Möglich. Mal sehen, ob Ihr Freund vielleicht gesprächiger ist. Was? Wer? Ihr Freund. Victor Sullivan? Ich will das nicht tun. In seinem Alter kann das so viel für ihn sein. Halt! Nein, nein, nein. Sie lassen mir keine Wahl. Vielleicht hängt Ihr Freund etwas mehr an seinem Leben. Halt! Lassen Sie Sully in Ruhe! Tschüss, Nathan! Hört ihr nicht an! Jetzt ein bisschen, jetzt ein bisschen. Oh. Entführt. Willst du uns nicht sagen, was wir wissen wollen, ne? Ich rede mit... Ich drücke! Wie ihr seht. Ich hab gedrückt. Ich hab wieder gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt! Och, das ist doch zum Kotzen. Geht doch! Ich hab gedrückt! Das nervt! Das kann doch nicht mal gehen und mal nicht gehen. Und ich drücke auch auf die richtige Taste, das weiß ich genau. Arschlöcher. Ach, da stinkt noch einer vor sich hin. Da, leg dich hin. Och Mann! Scheiße, wo kommst du denn her? Ah, ich wollte ausweichen, das geht ja. Ich fahr jetzt bei Hellblade. Ich seh nix. Und bleib unten. Bitte. Ja, übrigens nicht, der kam von oben. Jetzt gehen wir hier erstmal die Leiter hoch. Wir machen noch ein bisschen. Aha. Aha. Zu hoch. Ach. Ich übersah. Hey, oh. Zappelratten. Abgedroschen. Entschuldigung, der Kampf war anstrengend, das Gebrülle auch. Und Nate geht mir auf den Sack, weil er so langsam klettert. Mann, wir müssen Sully retten, beeil dich. Was ist das überhaupt für ein Scheißschiff? Jetzt hoch? Ach so. Klasse. Mit der Schnauze aufs Metall. Und jetzt stehen wir wieder ganz unten? Nein, wir stehen hier.
Er springt nicht. Ich kann machen, was ich will. Nee, springt nicht jetzt. So, da sollten wir hin, würde ich sagen. Das sieht nicht gut aus. Leer. Leer, natürlich. Nimm ihn trotzdem mit. Hast du schon mal einen Gürtel? Fehlen dir nur noch zwei Waffen. Die Flaschen fallen hier durch die Gegend. Wir gucken erstmal hier. Ein Schatz. Oh, was ist das denn? Ein Faustamulett. Geil. Das können wir jetzt gut gebrauchen. Oh, Mist. Ein schottiges Schiff. Alles klar. Zum Teufel bin ich. Interessant. Wie es hier aussieht. Ja, Mist. Interessant. Hier geht gar nichts. Das Seil haben wir ja gesehen. Komme ich da hin? Eine Santa. Okay, es geht voran. Santa? Nee, Saita. Ja, Pacific. Oder so. Wo sollen wir denn jetzt hin? Wo willst du jetzt hin, Ned? Ich hätte jetzt gedacht, nee, da will ich ja nicht mehr hin. Soll ich da hin? Oh, das wird ein Sprung in den Tod, wollte ich sagen. Aber sieht nicht so aus. Jetzt kann ich hier runter. Aber da ist doch Wasser. Mir passiert hier nichts. Ist kalt. Scheiße. Wir gehen wieder hoch. Los, wohin? Also, das Wasser ist kalt, das ist nicht gut. Da, das Loch. Nein, lass doch mal los. Nee, das ist zu hoch. Da kommen wir auch nicht durch. Jetzt ist es nicht mehr kalt. Ich sehe dich, Mann. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Ach so. Man muss erst in Deckung sein, damit das geht. Gut. Eine Waffe hat er nicht. Da ist eine Tür. Hier geht's nicht weiter. Wir sind hier also auf einem großen Schiffsfriedhof. Ja, ein bisschen kann ich noch. Dann mache ich zwei 25-Minuten-Folgen fertig. Erstmal gucken. Aha. Schlecht. Ganz schlecht. Hier kann man nirgendwo hin. Noch schlechter. Ich habe keine Waffen. Gucken Sie woanders hin. Okay, da ist der Funkraum. Jetzt muss ich nur an Ihnen vorbeikommen. Okay, sorry. Ich wollte noch hier rüber. Ich will gucken. Ah, da liegen Waffen. Flasche. Da liegen noch mehr Waffen. Was haben wir denn jetzt alles so? Aha. Vielleicht geht das noch ein bisschen ohne Krawall. Nein, nein, nein. Hoch. Da muss ich hoch. Thank you.
Was ist das? Eine Präzisionspistole? Gut. Ich hoffe, ich kann hier klettern. Wir machen es wie Edward Kenway. Ah, nun geh doch mal. Jetzt. Endlich macht er, was er soll. Halt! Rafika. Gut. Ich will mal nur hier oben gucken, was hier so ist. Ah. Können wir das für irgendwas gebrauchen? Oh. War keine gute Idee. Aber wenn es da rumliegt. Hier hinter. So. Achso, da ist auch noch. Nein, 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 nein. Oh. Hier runter! Ach Mensch, warum springst du nicht? Mensch, da bleibt er wieder hocken. Oh. Ja, das hasse ich an diesem Spiel. Diese Speicherpunkte sind unter aller Sau. Ich hab gehört, ein Sturm kommt. Mann! Ich drücke auf die Fallenlassen-Taste und das Ding reagiert hier nicht. Bleib hier besser leise. So, komm mal her. Nee. Komm hoch. Hier hinter. Nein! Hier hinter! Meine Güte. Ah, guck mal, da könnte ich auch im Wasser. Ach, guck, da sind noch mehr. Das habe ich gar nicht gesehen. Da werde ich mich nachher gleich mal drum kümmern. Geht er jetzt? Ja. Zwei erledigt. Noch eine Armee. Oh, was ist denn das hier alles? So, jetzt aber. Warum hörst du denn jetzt auf zu schwimmen? Habe ich dir das gesagt? Wer ist da? Oh, Mist. Scheiße. Lass doch los! Ich drücke die Taste. Er taucht nicht. Ihr seht ja, was er macht. Er macht, was er will. Ich muss mich erstmal an der anderen. Ja. Die sind ja überall. Das macht ja keinen Spaß. Als ob das was hilft. Warum? Ich hab eine Pistole! Spiel! Ich treff gar nichts. Guck mal, wie oft man... Ich drück die Scheißtaste! Ey, das ist doch zum Verrücktwerden! Es nervt mich. Hier diese... Er taucht dann auch nur einmal kurz unter. Was sind das für ein Tauchen? Nee. Danke. Ja, ist ein bisschen blöd gemacht.
Ich habe auch nicht das Gefühl, ich habe eher das Gefühl, die Waffen treffen gar nicht. Ach, guck mal. Ach, da ist so ein Geschütz. Lass doch los! Ey, das ist nicht normal. Ich drücke wieder. Hallo. Nee, es ist nicht spielbar so. Wozu gibt's diese Tauchfunktion? Und was für ein Aufwand. Tauch doch. Tauch! Herrgott! Ich verbiete mir schon den Daumen. Entschuldigung. Ich verbiete mir hier echt den Daumen. Der kann mich doch da gar nicht sehen. Die sehen mich. Ich weiß, bin noch gar nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht selber nicht mal, wo ich bin. Und da sehen die mich schon. Ach, jetzt treffe ich sofort. Interessant. Oh. Schwimm weg. Tauch runter. Tauch runter. Ich drück die... Ey, sag mal. Schnapp die. Runter. Ich brauch das Ding da. Er taucht wieder nicht. Das Tauchen funktioniert hier gar nicht. Hallo, ich drücke. Hier. Da springt er hoch. Was haben die sich dabei gedacht? Bei diesem Gehampel hier. Wie ein Delfin eben. Habt ihr das gesehen? Wie ein Delfin. Er macht den Delfin. Ich kann nicht schießen. Das ist doch wohl ein Witz. Aber er kann schießen. Na klar, na klar. Na klar. Und gleich geht's wieder von vorne los. Ja, super. Okay, nächste Folge. Ich danke fürs Zuschauen und tschüss.